Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zu unserem, ja, World of Tanks Replay Runde für diese Woche. Ja, wie schon im Infovideo angekündigt, diese Woche kümmern wir uns mal um die liebe Margret, beziehungsweise VK3001H, den deutschen Tier 5 Heavy. Mein neuen liebgewonnenen Panzer. Moment, Linksklick. So sieht das gute Stück aus. Jetzt leider wieder ohne irgendwelche Farbmarkierungen, weil die hatte ich ja nur gegen diese Ingame Silbertaler Währung gekauft und dann hält die nur. Vielleicht habe ich sie ja nur für 7 Tage nur bezahlt gehabt. Aber ihr habt ja auf Facebook das Bildchen gesehen, wie die nette Margret in. Margrete, keine Ahnung. In bemalt aussieht. Und wir sind hier gerade ein bisschen unterwegs und schauen uns mal an, was der liebe Drakeos hier so verbockt hat. Ja, ich mache mal kurz Pause. Eigentlich wollte ich hier die 8er, 9er Linie runterfahren. Aber wie immer bei so viel, bei den meisten Replays oder bei den meisten Spielen, bin ich eigentlich immer vollkommen überfordert darüber, wo sollte ich eigentlich am besten lang und wo kann ich am besten wirken, um den großen Vorteil für mein Team zu bieten. Und nicht sofort drauf zu gehen. Hab mich dann entschieden, mal gucken, in den Graben mal reinzugehen, aber den Graben von der gegnerischen Seite aus aufzurollen. Und dann hat mir der gute Lux doch hier mal spontan so ein AMX da aufgedeckt. Wir gehen mal in meine Ansicht rein, so sah das aus meiner Sicht aus. Und ja, zweiter Schuss ging daneben und dann passierte BAMS. Ja, ich vollkommen verwirrt, was macht dieser Depp da eigentlich? Wir gehen mal wieder raus. Aber im Nachhinein mich dann gefreut, dass der mir netterweise wunderschöne 600 Punkte geschenkt hat. Denn mein großes Ziel ist ja eigentlich immer, wenn ich schon nicht weiß, wo ich langfahren kann oder sollte, zumindest den Lebenspunktepool des gesamten gegnerischen Teams, wenn man jetzt mal alle Lebenspunkte von allen Tanks zusammenzählt, den gesamten Lebenspunktepool des gegnerischen Teams mindestens, um die Lebenspunkte zu verringern, die ich selbst habe. Ich habe ja 660 Lebenspunkte und das haben wir dann mit diesem Kill jetzt auch schon erledigt. Ja, bei 739 sind wir. Und das Ganze steigert sich eigentlich nur noch weiter. Außer, dass ich da ein bisschen gepennt habe oder zu schnell am Abzug wieder war. Aber naja, was will man machen? Ich bin halt manchmal noch ein bisschen, weiß nicht, zu übereifrig, zu schnell und auch noch zu verwirrt. Aber ich glaube, das ist eine allgemeine Krankheit, wenn man erst noch auf Tier 5 ist und noch nicht so viel Spielerfahrung hat. Ich habe hier leider kein XVM an, oder ich will es auch gar nicht anhaben, um zu wissen, wie ich denn eigentlich klassifiziert bin. Ich glaube, dunkelrot sollte es recht gut treffen. Ja, hier habe ich mir jetzt eigentlich gedacht, komm, holst du dir da hinten die Panzer-Selbstfaller-Fette. Hab versucht, den besten Weg zu finden und da fährt mir doch unser Panzer noch einmal entgegen, nur vom gegnerischen Team. Also Auto-Aim an, Rückwärtsgang eingelegt und hoffen, sich irgendwie wegzudrehen, dass er im schlimmsten Fall vielleicht bloß eine Kette zieht. Aber Glück gehabt. Ihm genug Schadenspunkte zugefügt. 398 Schadenspunkte haben wir hinzugefügt. Mit 3 Schuss, also einen guten Durchschnitt erzielt. Selbst dabei nicht drauf gegangen, aber ein bisschen Schaden gefressen haben wir. 2 Schüsse hat er uns reingewirkt. Einmal 153, einmal 135. Das seht ihr jetzt auch so schön. Ich mache auch kurz wieder Pause. Ich habe ja ein paar Mods installiert. Zum einen habe ich die Map ein bisschen größer gemacht. Zum anderen seht ihr hier unten die Anzeige, wenn ich getroffen werde, einmal wie viel Schaden ich bekommen habe, wie viel Treffer es war, welcher Munitionstyp verwendet wurde, also ob es silber gekaufte Munition ist oder gold gekaufte Munition ist und von welchem Panzer es kam. Hier war es dann halt Schaden durch die ganz normale Munition, hier die ganz normale panzerbrechende Munition. Das ist ein RAM-Schaden, dann gibt es auch so eine Wolke abgebildet, so Splash-Schaden. Und das sind halt für mich wichtig, wenn ich mich dann wieder aufregen möchte, dass ich wieder mit Goldmumpels weggeballert werde. Und hier oben andere Neuerung, seht ihr, was ich an Schaden eingerichtet habe. Ist auch für mich immer schön, dass ich im laufenden Spiel sehe, oh guck mal, ich bin jetzt schon bei 1251. Das ist knapp das Doppelte von dem, was ich am Lebenspunkte habe. Also kann ich eigentlich recht froh mit der Runde sein.
Hier fällt mir noch auf, okay, da hinten auf der Achterlinie, wo ich nicht langfahren wollte, ist eine KV1S unterwegs. Die ist eigentlich ein bisschen derby, weil die ist so ein knappes Tier über uns. Die kann ein bisschen Schaden an uns anrichten. Aber eine typische WOT-Krankheit. Genau in der Sekunde jetzt habe ich sie wieder vollkommen aus meinem Gedächtnis getilgt. Und das wird mir auch noch teuer zu stehen kommen. Während ich jetzt hier mein Churchill angeknackt habe und mir jetzt denke, hey, wenn der schon mal gelangweilt rumsteht und gekettet ist, dann kannst du noch den wegbraten. Hat nicht viel gebracht. Ich glaube, ich habe nur einen Schadenspunkt. Ja, 139 konnte ich anrichten. Hatte noch in Erinnerung, dass bei uns gerade gecappt wird. Also hole ich mir die gegnerische IS. Und da war es. Die KV-1S. Ja, ich habe sie ja vergessen gehabt. Sie hat sich jetzt dafür gerecht. Und während ihr jetzt noch ein bisschen kichern dürft, aber ich bin froh. Hey, 1659 Schaden angerichtet. Das ist eigentlich, ich bin zufrieden mit der Runde. Und was es dafür an Tabellen gab oder insgesamt die Einzelauswertung, könnt ihr euch jetzt noch schnell anschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Replay gleich wieder. Also, bis gleich. So, da sind wir auch schon im nächsten Replay für heute. Und auch den letzten für heute. Wieder im VK unterwegs. Wie gesagt, die ganze Woche wird sich um den VK drehen. Ein gutes Matchmaking diesmal sogar. Also wir sind im High-Tier drinne. Also eigentlich nichts, was uns großartig nerven könnte, außer die KV-1. Mich nerven die KV-Panzer sowieso eine ganze, eigentlich immer. Ich weiß nicht genau warum, aber mich stören die KV-Panzer tierisch, weil ich da immer Probleme habe, die richtig zu knacken, weil frontal habe ich irgendwie, treffe ich nicht genau den richtigen Punkt. Ich habe eigentlich immer noch die Probleme damit, richtig zu identifizieren, wo muss ich eigentlich hinschießen, dass ich Schaden anrichte. Auch hier wieder, ich weiß nicht genau, wo ich lang sollte, aber ich habe für mich selbst herausgefunden, dass ich da die Nullerlinie, egal von welcher Seite ich spiele, ob ich jetzt von der Seite spiele oder von der anderen, fahre ich eigentlich immer die Nullerlinie hoch. Bietet sich an, irgendwo spätestens beim Weinberg so auf Höhe E bis G, in dem Dorf und dem Weinberg ist eigentlich immer irgendwie was los, was man abschießen könnte oder von wo man gekillt wird. Eins von beiden trifft immer zu. Also warum auch nicht mit den deutschen Heavys da mal an? Ja, das kann man doch erzählen. Schwierig. Ich habe noch nie Replays rekommentiert. Normalerweise mache ich immer Live-Kommentare. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich hier noch großartig gemacht und gedacht habe. Aber kommen wir eigentlich mal generell zu den Heavys. Viele Leute sagen ja auch, unter anderem auch der Doc Ratti, wo ja letztens sogar ein Replay von mir veröffentlicht wurde, sagt ja auch, dass die deutschen Panzers, besonders die deutschen Heavys, nicht gerade einsteigerfreundlich sind. Kann ich so eigentlich erstmal bejahen. Also sie sind wirklich nicht einsteigerfreundlich. Generell ist das Spiel an sich nicht so einsteigerfreundlich ab Tier 5. Also bis Tier 5 geht es eigentlich noch. So die Tier 1 bis 4. Da kann man sich irgendwie durchmogeln, sei es mit der Arti oder mit irgendeinem Panzer. Es ist egal. Da kriegt man sich eigentlich immer recht gut durchgemogelt, aber ab Tier 5 sollte man anfangen, sich Gedanken zu machen, was tut man da eigentlich. Gut zielen, gerade bei den Heavys, sich gut so eindrehen, dass man die Wanne geschützt kriegt und eigentlich im schlimmsten Fall nur mit dem Turm Feuer fängt oder vielleicht mit der Kette Feuer fängt, weil wenn man gekettet wird, ist es nicht ganz so schlimm, richtet eigentlich selten Schaden am Fahrzeug selbst an. Sollen sie mir ruhig die Kette abschießen, solange wie ich mein Lebenspool erhalten kriege. Und deswegen sind die deutschen Heavys da eigentlich immer als nicht so einsteigerfreundlich verschrien. Ich muss wirklich zugeben, ich habe da auch so meine Probleme gehabt am Anfang. Wie muss ich mich drehen? Aber wenn man viel Zeit darin investiert und sich wirklich auch nicht lernresistent ist, weil nachdem er mein Replay bei Doc eingeschickt hat, hat er noch ein paar Kommentare dazu dagelassen, wie ich mich hätte besser drehen können, um nicht so viel Feuer zu fressen oder damit die Gefahr zumindest verringert wird, dass ich zu viel Schaden schlucke. Diese Tipps sollte man sich eigentlich wirklich zu Herzen nehmen. Auf das Geflame sollte man eigentlich nicht achten, aber wenn jemand euch schon einen Tipp gibt und sagt, ja, dreh dich besser so oder so hin. Yeah. Komm, nochmal.
Also das ist so die Standardrunde, die ich immer drehe, über den Weinberg dann hier runter. Weil, wie gesagt, irgendwo taucht immer ein Panzer auf, den man killen kann. Weil irgendwer immer die Nullerlinie hochfährt. Und gerade jetzt so in dem Tierbereich bin ich eigentlich froh über alles, was ich finde, was ich wegballern kann. Warum auch nicht? Denn jede Kanone, die ich aus dem Spiel nehme, ist eine Kanone, die meinem Team weniger Schaden verursacht. Und gerade bei den Heavies lerne ich aktuell eigentlich immer noch durch Try and Error. Versuchen Schaden anzurichten, versuchen wenig Schaden zu fressen, lernen, wo muss ich mich am besten hinstellen, und Geduld üben. Wirklich Geduld üben ist wohl gerade mit den deutschen Heavies eines der wichtigen Sachen, weil ich bin zu aggressiv. Ich habe irgendwie immer noch im Kopf, dass das ein Medium Tank ist, mit dem ich nach vorne fahren kann, mit dem ich ein bisschen spotten kann, mit dem ich Schaden austeilen kann, und da ist der Schaden schon mal unser. Wir haben fast unser Soll von 660 erreicht, 631 haben wir. Ein Durchschnittsschaden von 105 angerichtet, ist eigentlich ein bisschen blöd. Finde ich ein bisschen wenig. Aber wir fahren mal jetzt Richtung Cap hoch, weil, wenn wir so auf die Map mal gucken, wir sind nur noch zu zweit bei uns im Team. Der Bishop, den ignoriere ich mal schön. Ich will erstmal hoch zu Su, dass wir uns da ein bisschen zusammentun können. Uns vielleicht so ein bisschen decken können. Um dann noch ein bisschen was, zumindest meinen Soll von den 660 Schadenspunkten zu erreichen. Im besten Fall, ja, also peile in so einer Situation noch nicht an, da irgendwie noch großartig was reißen zu können, dass mein Team noch gewinnt. Ich peile eigentlich nur noch an, so lange wie möglich zu überleben, mich so teuer wie möglich zu verkaufen. Alles andere, ich glaube, ich wäre auch zu viel. Also ich sollte nicht von mir jetzt verlangen, auch nicht für mich selbst, um mich selber nicht so unter Druck zu setzen, jetzt hier auf Teufel komm raus irgendwie ein Superspiel hinzulegen. Ich bin froh, wenn ich meinen Soll erfülle. Ich bin froh, wenn ich nicht als Erster sterbe. Und wenn ich meinem Team nicht zu sehr zur Last falle. Ja, ich sag mal, jetzt noch ein Panzer rausgenommen. 1017 Schaden haben wir. Da war jetzt so dieses. Moment, ich mach mal Pause. Was kill ich jetzt, ne? Nimm ich jetzt den Bishop vor mir, eine Arti, die eigentlich weicher gepanzert ist als. Wer ist das da? Der Twin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich eine Sau. Wahrscheinlich. Nehme ich mal an. Ja, wird es wahrscheinlich sein, ne? Nee, der T34 ist das. Ich nehme alles zurück. Der T34. Oder nehme ich den T34? Ich habe mich blöderweise in der Situation jetzt für den Bishop entschieden, weil der für mich das einfache Ziel war. Ich habe mir gedacht, okay, der hat wenig Panzerung, die nimmst du vielleicht mit zwei, drei Schuss raus. Du hast ja noch die Arti bei dir auf der Seite. Was ich aber vollkommen übersehen habe in der Situation ist A, oder auch vergessen habe, zwei Dinge, zwei Fehler. Erstens vergessen, der braucht ewig zum Nachladen im Vergleich zu ihm. Der lädt weitaus schneller nach und kann mir in kürzerer Zeit oder in derselben Zeit, wie er zum Nachladen braucht, kann der mir mehr Schaden austeilen. Und was ich übersehen habe, ist, dass der Bob hier mal wieder mit Goldmoon unterwegs ist. Das ist ein T34, der ist auf Tier 5, ich bin auf Tier 5, der braucht keine Goldmoon, das nervt mich immer wieder. Ihr seht ja selbst hier, ne, der M4 war auch, wir gehen mal wieder rüber mit der Maus, ist auch ein Tier 5er gewesen, ist dieselbe Schadensklasse gewesen, vom Fahrzeug her glaube ich sogar. Ich weiß es nicht, vielleicht aus dem Bock Mist, aber der hat auch nicht viel mehr, weniger Schaden angerichtet als jetzt der hier, als der T34. Ja. Und sogar ein Churchill, der eigentlich mehr Schaden anrichten müsste an mir, hat einen Abpraller gemacht. Also die Goldmoon in dem Falle ist vollkommen dumm und ich habe das vollkommen übersehen. Dann hätte ich mich auf den konzentriert, wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgegangen, zumindest. So, habe ich nur Wirkungstreffer erzielt. Der erste Schuss vom Bishop, der zweite Schuss vom T34. Der dritte Schuss vom T34 und noch nebenbei einen von der KV-1 von hinten abgefangen. Ich glaube, wenn ich mich hier in dem Falle, welche Schuss vom Bishop gefressen hätte und mit zwei Schuss vielleicht doch eher den T34 rausgenommen hätte, hätte das Spiel anders ausgehen können. Aber ihr könnt euch jetzt mit den Stats erfreuen, wie die Tabelle noch aussieht. Ansonsten sehen wir uns im nächsten World of Tanks Replay-Video oder generell im nächsten World of Tanks-Video wieder. Also, bis dann, ciao.